Die viel größere Gefahr ist eine allergische Reaktion auf die Pflegeprodukte, die in Kombination mit dem Mikroniedling in die Haut eingeschleust werden. Herzlich willkommen bei Faces of Fay. Hier dreht sich alles um deine schönste Haut. Dermaroller sind wahre Beauty-Wunder. Allerdings ist es an der Zeit, dass wir uns auch einmal mit der unschönen Seite des Mikroniedlings beschäftigen, nämlich den Risiken und Nebenwirkungen. Grundsätzlich ist Mikroniedling eine relativ risikoarme Behandlung, wenn man alles richtig macht. Man muss natürlich unterscheiden, ob es sich um ein kosmetisches Mikroniedling mit relativ kurzen Nadeln oder um ein medizinisches Mikroniedling mit längeren Nadeln handelt. Wir gehen nun nach und nach die häufigsten Nebenwirkungen durch und ich erkläre dir, bei welcher Art des Niedlings sie vorkommen können und wie du sie am besten vermeidest. Punkt Nummer 1. Schmerzen. Das werden wir mit Abstand am häufigsten gefragt. Tut Mikroniedling weh? Das hängt natürlich immer vom individuellen Schmerzempfinden ab, aber bei Längen bis 0,75 mm sollten sich die Schmerzen auf jeden Fall in Grenzen halten. Längere Nadellängen sollten ohnehin ausschließlich von medizinischem oder kosmetischem Fachpersonal verwendet werden und auf keinen Fall zu Hause. Lässt du das Niedling professionell in einem Institut durchführen, wird meistens vorher eine Betäubungscreme aufgetragen, um die Schmerzen zu vermindern. Um die Anwendung zu Hause so schmerzfrei wie möglich zu gestalten, kannst du die folgenden drei Punkte beachten. Erstens, die richtige Nadellänge wählen. Entscheide dich nicht gleich von Anfang an für die größtmögliche Nadellänge, sondern steigere dich lieber langsam. Wie du die richtige Nadellänge für dich findest, erklären wir dir übrigens hier. Zweitens, nicht zu oft rollen. Wir empfehlen immer, jede Stelle 6 bis 8 Mal zu berollen. Das ist allerdings nur ein Richtwert und du merkst am besten selbst, wann es anfängt, unangenehm zu werden und dann solltest du aufhören. Drittens, Dermaroller mit echten Nadeln wählen. Es gibt haufenweise Dermaroller, in denen keine echten Nadeln verbaut sind. Was genau das bedeutet und wie du die Unterschiede erkennst, erklären wir dir in diesem Video. Die unechten Nadeln punktieren die Haut nicht gezielt, sondern verletzen sie unkontrolliert. Um die Folgen besser zu veranschaulichen, haben wir das Ganze mal an einer Banane demonstriert. Das Ergebnis siehst du hier. Und das ganze Video findest du auf unserem Instagram-Kanal, das Video verlinken wir dir natürlich unten. Und durch eben diese unkontrollierte Verletzung wird die Anwendung auch viel schmerzhafter als bei einem Dermaroller mit echten Nadeln. Das bringt uns direkt zu Risiko Nummer 2, Hautschäden bzw. Microtears. Die langfristigen Hautschäden, von denen viele berichten, die dem Mikroniedling abgeschworen haben, kommen nämlich genau von diesen Dermarollern mit unechten Nadeln. Diese machen nämlich keine kleinen Löcher in die Haut, die sich gleich wieder schließen, sondern hinterlassen sogenannte Microtears. Das sind ausgefranste Stichkanäle, die schlecht abheilen und sogar vernarben können. Auch hier helfen also Dermaroller mit echten Nadeln, das Risiko zu vermindern. Die dritte Nebenwirkung ist absolut normal und wahrscheinlich auch nicht zu verhindern. Rötungen. Dass deine Haut nach dem Niedling etwas gerötet ist, ist völlig normal. Je nach gewählter Nadellänge ist die Rötung entweder etwas stärker oder etwas schwächer. Beim professionellen Niedling kann die Rötung auch mal 1 bis 2 Tage bleiben, klingt dann aber auch wieder ab. Zu Hause sollte der Großteil der Rötung bereits am nächsten Morgen wieder verschwunden sein. Solange die Rötung noch sichtbar ist, ist es auch normal, dass sich deine Haut ein bisschen wie bei einem Sonnenbrand anfühlt. Die etwas extremere Reaktion, die aber auch durchaus vorkommen kann, sind Schwellungen. Schwellungen treten überwiegend beim medizinischen Mikroniedling mit längeren Nadeln auf. Auch diese sollten innerhalb von wenigen Tagen wieder verschwinden und sind kein Grund zur Sorge. Wenn du relativ empfindlich bist und vielleicht zum ersten Mal ein professionelles Mikroniedling ausprobierst, kann es auch sein, dass es zu Hämatomen bzw. Blutergüssen kommt. Diese brauchen ein paar Tage, bis sie wieder verschwinden und treten aber gewöhnlich nur bei der ersten Behandlung auf. Beim Niedling zu Hause mit dem Dermaroller brauchst du dir bezüglich Blutergüsse übrigens keine Sorgen machen, wenn du die vorab genannten Punkte berücksichtigst. Eine weitere Nebenwirkung, die leider nicht ganz so unproblematisch ist, ist eine allergische Reaktion. Hierbei gibt es einerseits die Möglichkeit, auf die Nadeln selbst zu reagieren. Das passiert allerdings extrem selten und nur, wenn man an einer wirklich starken Nickelallergie leidet. Denn meistens sind die Nadeln aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und in rostfreiem Edelstahl kann immer auch ein ganz kleiner Anteil Nickel enthalten sein. Die viel größere Gefahr ist eine allergische Reaktion auf die Pflegeprodukte, die in Kombination mit dem Mikroniedling in die Haut eingeschleust werden. Bitte achte darauf, dass du in Kombination mit dem Dermaroller ausschließlich reizarme Pflege ohne Duft oder sonstige schädliche Inhaltsstoffe verwendest. Wenn du nämlich solche Stoffe in die Haut niedelst, dann kann deine Haut zum Teil sehr heftig oder sogar allergisch reagieren. Da es sich beim Mikroniedling auch um eine invasive Behandlung handelt, ist ein Risiko natürlich immer gegeben, das einer Infektion. Zum Glück kommt das sehr selten vor, aber man sollte dennoch vorsichtig sein und sich dem Risiko nicht aussetzen. Beim professionellen Niedling ist deshalb die Wahl eines vertrauenswürdigen Instituts das Wichtigste. Lass dich ausführlich beraten und lass dir vor allem genau erklären, was gemacht wird. Achte dabei besonders auf eine hygienische Arbeitsweise, sprich Mundschutz, Handschuhe und steriles Equipment. Als kleiner Tipp kannst du auch darauf achten, dass mit einem Mikroniedling-Pen gearbeitet wird. Hier können nämlich für jeden Kunden neue Nadeln eingesetzt werden und die Köpfe können in den Sterilisator. Wenn eine Kosmetikerin dagegen mit einem Dermaroller arbeitet, finde ich persönlich das immer ein bisschen bedenklich, denn die Plastikteile können aufgrund der Hitze nicht in den Sterilisator und ich bezweifle stark,
gesagt, dass der Dermaroller nach jeder Behandlung entsorgt wird. Im Zweifel kannst du hier aber immer nachfragen, denn jeder, der seriös arbeitet, wird dir auch seine Arbeitsweise erklären. Auch bei der Behandlung zu Hause solltest du die Hygiene beachten. Hier ist das Risiko einer Infektion zwar grundsätzlich geringer, da die Einstiche nur minimalinvasiv sind und die oberste Hautschicht nicht durchdringen, aber dennoch solltest du darauf achten, dass du erstens deinen Dermaroller vor und nach jeder Anwendung gründlich reinigst, zweitens deinen Dermaroller nie mit anderen Personen teilst und drittens deinen Dermaroller immer in der dafür vorgesehenen Box aufbewahrst. Zu einer bestimmten Sonderform der Infektion kann es allerdings trotz hygienischer Handhabung kommen, die Schmierinfektion. Eine Schmierinfektion droht immer dann, wenn mit dem Dermaroller über entzündete Pickel oder aktive Akne gerollt wird. Dadurch können sich nämlich die Bakterien im Gesicht verteilen und die Pickel werden mehr. Es gibt noch ein paar mehr Hautbilder und Krankheiten, bei denen du lieber kein Mikroneedling durchführen solltest, da sich sonst der Zustand verschlimmern könnte. Welche das sind, erfährst du entweder im ersten Teil unseres Dermaroller-Anwendungsvideos oder auf der Liste auf unserer Homepage. Das waren die häufigsten Nebenwirkungen und Risiken beim Mikroneedling. Und wie du siehst, wenn man ein paar Punkte beachtet oder sich in professionelle, vertrauenswürdige Hände gibt, gibt es keinen Grund zur Sorge. Hast du noch Fragen oder Selbsterfahrungen gemacht, die du gerne mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne mal einen Kommentar unter dieses Video. Willst du noch mehr darüber erfahren, wie du deine Haut richtig pflegst und das Beste aus ihr herausholst, dann lade dir gerne unser kostenloses E-Book zu deinem individuellen Hauttypen herunter. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Außerdem freuen wir uns, wenn du uns ein Abo dalässt oder die Glocke aktivierst, um nächsten Sonntag wieder dabei zu sein. Bis dahin schau dir gerne eines unserer anderen Videos an. Diese findest du hier und hier. Wir freuen uns auf dich.